Sprechen Sie wirklich gerne über Ihr Gehalt? Freuen Sie sich von Herzen auf Ihr Gehaltsgespräch? Oder kann es sein, dass Sie diesem Gespräch eher mit Lampenfieber, mit Aufregung, mit Nervosität entgegenblicken, weil Sie nicht gerne über Geld reden? Wenn das zweite der Fall ist, dann werde ich Ihnen hier ein paar sehr nützliche Tipps geben. Ich zeige Ihnen drei Rezepte gegen Lampenfieber in Gehaltsverhandlungen. Drei Rezepte, wie Sie sehr souverän rüberkommen. Mein Name ist Martin Wehle. Die Wirtschaftswoche bezeichnet mich als Deutschlands renommiertesten Gehaltscoach. Und gleich geht's los. Hier bin ich wieder und jetzt werde ich Ihnen drei Mittel zeigen, wie Sie ganz gelassen, ganz souverän und ohne Lampenfieber in Ihre Gehaltsverhandlung gehen können. Der erste Punkt, der ist sehr wichtig, das ist nämlich etwas, was in Ihrem Kopf passiert, das ist der Fokuswechsel zur Chance und weg vom Risiko. Denn viele Menschen denken, wenn sie ihre Gehaltserhöhung sich ausmalen, an eine Absage des Chefs, an Widerstand des Chefs, daran, dass er Nein sagt, dass er sagt, es geht nicht. Und wenn ich mir so oft das Nein des Chefs vorstelle, dann beschwöre ich es ja geradezu herauf, weil ich es schon erwarte. Und das können Sie besser, das können Sie klüger machen, indem Sie eine positive Vorstellung in Ihren Kopf pflanzen. Überlegen Sie sich einmal, wie es wäre, wenn Ihre Argumente so richtig gut ankämen, wenn Ihr Chef auf die Argumente anspringt, wenn Ihr Chef Ihnen Wertschätzung zeigt, wenn Ihr Chef Sie halten möchte. Indem Sie in diese positive Richtung denken, indem Sie Ihre Vorzüge in den Fokus rücken, füllen Sie sich mit positiver Ausstrahlung, mit Optimismus und genau das strahlen Sie in der Verhandlung aus. Man sieht sofort, ob jemand in eine Verhandlung geht und in Wirklichkeit schon seine Niederlage eingestanden hat oder ob jemand davon ausgeht, er wird in dieser Verhandlung erfolgreich sein. Das sollten Sie signalisieren. Zweiter Punkt, um Ihre Nervosität zu senken, ist folgender. Bereiten Sie Ihre Verhandlung perfekt vor, so gut es geht. Es gibt mehrere Methoden. Erstens empfehle ich Ihnen eine Leistungsmappe. Schreiben Sie auf 1-2 A4 Seiten, was Sie der Firma Besonderes Gutes getan haben, was Sie Besonderes geleistet haben, seit Ihr jetziges Gehalt festgelegt wurde. Zeigen Sie den Vorteil der Firma, zusätzliche Einnahmen, gesparte Kosten, haben Sie Ihre Qualifikation ausgebaut und so weiter und so weiter. Mit so einer Leistungsmappe können Sie selbstbewusst in das Gespräch gehen, dann haben Sie etwas, woran Sie sich orientieren können. Und das hilft natürlich, Nervosität zu senken, weil es Ihnen Sicherheit gibt, weil es eine Art Geländer ist, an dem Sie sich festhalten können. Dasselbe gilt, wenn Sie diese Gehaltsverhandlung üben. Suchen Sie sich einen Rollenspielpartner aus Ihrem Umfeld und trainieren Sie diese Gehaltsverhandlung. Lassen Sie den anderen in die Rolle Ihres Chefs schlüpfen. Probieren Sie Ihre Argumente und werden Sie von Runde zu Runde selbstbewusster. Und Sie werden merken, die Erde öffnet sich nicht und wird Sie nicht verschlucken, sondern Sie können tatsächlich in einer Gehaltsverhandlung bestehen. Und diese Vorbereitung, die senkt das Lampenfieber ganz erheblich, weil in Ihrem Gehirn Nervenbahnen entstehen für Ihr optimales Verhandlungsverhalten. Und diese Nervenbahnen können Sie dann in der realen Verhandlung wieder nutzen. Und der dritte Punkt, den Sie unbedingt beachten sollten, um Ihr Lampenfieber zu senken, sehen Sie auch den Nutzen Ihres Verhandlungspartners. Man denkt ja spontan, entweder gewinne ich die Verhandlung oder der Chef gewinnt sie, aber haben Sie mal überlegt, dass Ihr Vorgesetzter auch erhebliche Vorteile hat, wenn Sie eine Gehaltserhöhung bekommen? Das klingt zunächst widersprüchlich, ist es aber nicht, denn diese Gehaltserhöhung wird dafür sorgen, dass Sie dauerhaft an die Firma gebunden sind, dass Sie also nicht fremdgehen, in Anführungszeichen, das heißt sich auf dem Arbeitsmarkt umsehen. Und diese Gehaltserhöhung wird auch dafür sorgen, dass Sie noch motivierter an Ihre Arbeit gehen. Das heißt, unterm Strich haben nicht nur Sie etwas von dieser Gehaltserhöhung, sondern Sie tun auch Ihrem Chef einen Gefallen, wenn Sie rechtzeitig sagen, dass der Schuh drückt. Das ist ein Zeichen von Offenheit, das ist ein Zeichen von Vertrauen. Und wenn Sie es einmal so sehen, dann löst sich diese Konkurrenz zwischen Chef und Mitarbeiter auf und sie sehen sich in einem Boot und das baut Nervosität ab und es baut auch Vertrauen in der Verhandlung auf. Und wenn Sie mal sehen wollen, wie ich als Gehaltscoach Sie professionell auf so eine Gehaltsverhandlung vorbereiten und Ihre Erfolgschancen erheblich steigern würde, dann schauen Sie mal bitte in meinen Videokurs Gehaltsverhandlung mit Erfolgsgarantie. Da sind alle Rezepte drin, die Sie brauchen, um eine Gehaltserhöhung durchzusetzen mit der Erfolgsgarantie.
Entweder Sie bekommen die Gehaltserhöhung oder das Geld zurück. Probieren Sie es gerne aus. Lassen Sie den Daumen für dieses Video, wenn es Ihnen gefällt, nach oben weisen. Verlinken Sie unsere Videos, legen Sie Playlists an, teilen Sie die Videos, abonnieren Sie den Kanal. Und am meisten freue ich mich, Sie hier wieder zu sehen. Ihr Martin Wehrle.